Ja, Markus, vielen Dank für die Einleitung. Ja, ich heiße euch auch einmal herzlich willkommen zu unserem Webinar Die perfekte Anzeige für SEA, Display, YouTube und Social Media Ads. Was heißt das jetzt im Konkreten? Also, worüber sprechen wir heute? Es gibt nachher einen kleinen Einstieg in das Thema und dann gehen wir auch schon ins Eingemachte und sprechen eben über die perfekte Anzeige, eben für diese Kanäle, die Google-Suche, Display und Discovery, YouTube, Google Shopping und bei den Social Media Ads konzentrieren wir uns auf die Kanäle Facebook und Instagram. Und zum Schluss gibt es natürlich noch ein Fazit, was die ganzen Punkte, die wir euch erzählen, nochmal zusammenfasst. Ja, wer spricht überhaupt? Ja, also einmal ich, Gina Gilsing, Online-Marketing-Managerin hier bei Blue Fusion für die Bereiche SEA und Social Media. Und meine Kollegin Helen, die gleich auch nochmal kurz Hallo sagt, auch ebenfalls Online-Marketing-Managerin für den Bereich SEA und auch für Social Media Ads. Genau, hallo auch von meiner Seite. Schön, dass ihr dabei seid heute. Sehr schön. Dann fangen wir auch direkt mal an mit dem Einstieg, wie schon angekündigt. Und zwar die Basis für unsere perfekte Anzeige ist eben, dass wir diesen wunderschönen Funnel beachten und auch eben diese Steps im Hinterkopf haben, wo sich denn unsere Nutzer befinden. Also wir sehen da See, Think, Do, Care und wir sehen auch, dass sich die Kanäle, die wir nutzen, auch ein bisschen unterscheiden. Also wenn wir uns im oberen Bereich finden, wo es ja auch eher um, ich sag mal, Markenbekanntheit und auch Reichweite geht und auch darum, dass der Nutzer erstmal etwas im wahrsten Sinne des Wortes sehen soll, also auch von seinem Bedürfnis, dass er dieses eine Produkt oder diese eine Dienstleistung braucht, noch nichts weiß. Da konzentrieren wir uns auf die Kanäle des Display-Netzwerks, Discovery, YouTube und Facebook bzw. Instagram, um erstmal dieses Bedürfnis zu erzeugen. Und wenn wir das schon mal wissen, können wir auf Basis dessen, dass wir wissen, die sind ganz oben in diesem Trichter, auch schauen, wie wir unsere Anzeige gestalten. Sind wir bei Think, also die Leute denken schon aktiv darüber nach oder suchen auch aktiv nach etwas, kommt das Google, ja, die Google-Suche dazu und auch Shopping. Facebook würde jetzt erstmal hier nicht weiter beachtet werden. Und wenn es ums konkrete Handeln geht, also dass zum Beispiel etwas gekauft wird oder eine Dienstleistung in Anspruch genommen wird, sind es eben dieselben Kanäle. Und bei Care, also wenn wir eben die, ja, unsere Beziehungen zu den Nutzern pflegen möchten und eben auch Langzeiterkunden gewinnen möchten, dann kommt auch Social Media hinzu. Das ist natürlich jetzt ganz starr gedacht, um euch das einfach mal zu zeigen, wann wir welchen Kanal nutzen. Natürlich kann man auch bei Sync und Du Facebook eben auch nutzen, aber da natürlich darauf achten, dass man seine Anzeige dementsprechend anpasst. Denn je nachdem, wo sich der Nutzer befindet, muss man halt auch einfach gucken, auf welchem Stand ist er, auf welchem Wissensstand ist er und wie kann ich dann eben meine Anzeige perfekt für diesen Nutzer anpassen. Dann starte ich auch einmal direkt mit der Google-Suche und gebe euch einmal ein paar Informationen zu den, ja, einfach generell einmal zu der Plattform. Und zwar, wie ihr wahrscheinlich alle wisst, ist Google eine Internetsuchmaschine und hat also in Deutschland einen Marktanteil von 95%, also was auf jeden Fall schon ein starkes Stück ist und hat ja, beantwortet 2 Billionen Suchanfragen jährlich. Also hat gut was zu tun, die Plattform. Und monatlich nutzen um die 80 Milliarden, Entschuldigung, 80 Milliarden Nutzer weltweit diese Suchmaschine. Und Google wird hauptsächlich, ja, mobil und Desktop macht es sich nicht so groß den Unterschied, aber mobil macht tatsächlich doch den Rennen mit 96,45% und das Desktop wird Google zu 83,64% gesucht. Das ist der Stand aus einer Studie aus dem letzten Jahr September. Ja, die Google-Suche hat auch ein paar Vor- und Nachteile für uns. Zum einen ist ein großer Vorteil, dass wir eben, wenn wir Suchanzeigen aufsetzen, halt es messen können und die Kosten, soweit es geht, kontrollieren können und eben diese verschiedenen KPIs einfach, ja, messen und im Blick behalten können. Zudem können wir halt eben die Wahrnehmung steuern, haben halt eben viele verschiedene Gestaltungsmöglichkeiten und können so eben auch die Wahrnehmung, ja, eben, ja, spielen, indem wir halt schauen, wenn wir da auf den Funnel zurückkommen, wo befinden die sich, wie müssen wir unsere Anzeige schreiben, um eben die Leute dazu bewegen oder die Nutzer dazu zu bewegen, auch eben mit dieser Anzeige zu interagieren. Genau, das spiegelt auch den dritten Punkt einfach wieder, eben die gezielte Nutzeransprache, je nachdem, wo man sich eben in diesem Trichter befindet. Und mit Google Suche können wir natürlich auch den Neukundenkontakt bzw. den Kundenkontakt wahrnehmen. Und dadurch, dass die Nutzer eben aktiv etwas suchen, ist auch hier die Werbetoleranz größer als zum Beispiel auf anderen
Kanälen. Und zudem hilft uns die Google-Suche, dass wir eben auch unsere eigenen Marken stärken können. Leider gibt es auch ein paar Nachteile. Und zwar ist es natürlich so, dass dass viele Menschen oder Unternehmen Google nutzen und es ja schon fast auffällt, wenn man es nicht nutzt und es da eben auch viel Konkurrenz bei den generischen Begriffen gibt. Also, dass man halt auch da im starken Wettbewerb steht. Und auch, ja, wir können natürlich auch die tollsten Anzeigen schreiben. Es ist immer noch leider keine Erfolgsgarantie, dass es auch wirklich einschlägt. Und was da noch dahinzu kommt, ist, dass natürlich auch dieser hohe Betreuungsaufwand dahinter steckt. Also man muss diese Sache, also das Konto einfach pflegen, die Anzeigen pflegen. Man kann jetzt das nicht einmal aufsetzen und einfach laufen lassen. Und da Google ständig viele Neuerungen und Änderungen rausbringt, ist es demnach auch noch sehr wichtig, dass man sich immer auf dem Laufenden hält, up to date bleibt und sich auch ständig weiterbildet. Ja, warum nutzen wir die Google-Suche? Wir haben ja gesehen, die fängt bei dem Trichter Think an. Also die Leute denken schon darüber nach. Wir wollen nämlich die Nutzer erreichen, wenn sie bereit sind, etwas Neues zu entdecken. Ja, wo werden denn unsere Suchanfragen ausgespielt? Das findet im Google-Suchnetzwerk statt. Und machen wir das? Ja, wir nutzen Überschriften, Beschreibungen und die Anzeigenerweiterungen. Auf diese Punkte gehen wir jetzt auch gleich oder gehe ich gleich nochmal genauer ein. Eine Besonderheit, die vielleicht die kleine Anzeigenwelt minimal erschüttert, ist nämlich die Besonderheit, dass ab nächste Woche es nur noch RSAs gibt. Das bedeutet jetzt nicht, dass es die ETAs auf einmal nicht mehr gibt. Die, die ihr im Konto habt, die sind auch noch da. Man kann auch nicht sagen, inwieweit sie jetzt noch ausgespielt werden. Die RSAs werden wahrscheinlich schon bevorzugt werden von Google. Ihr könnt die ehemaligen ETAs nur noch aktivieren oder pausieren, aber nicht mehr bearbeiten. Wenn ihr noch mehr über dieses konkrete Thema wissen möchtet, könnt ihr euch gerne die letzte Podcast-Folge von Markus und Martin anhören, wo es rund um dieses Thema geht. Den Link seht ihr da unten unter der Besonderheit. Weil jetzt ab nächste Woche das große Thema ist, dass es eben nur noch diese RSAs gibt, fokussiere ich mich da auch drauf, weil wir einfach leider dann nicht mehr ganz so viele Möglichkeiten haben, verschiedene Anzeigenformate noch zu nutzen. Und deshalb würde ich euch gerne das mitgeben, wo ich sage, okay, damit könnt ihr das Format dieser responsiven Suchanzeige bestmöglich nutzen. Und das heißt eben auch, dass ihr am besten die Möglichkeiten nutzt, die Google euch dahingehend bietet. Also responsive Suchanzeige bedeutet ja so viel wie eine wandelbare Suchanzeige. Sprich, Google hat sehr viel Spielraum. Das liegt nämlich daran, dass wir bei der responsiven Suchanzeige 15 Anzeigentitel mit 30 Zeichen, 4 Beschreibungen mit 90 Zeichen und 2 Pfade mit je 50 Zeichen hinterlegen können. Und Google diese eben, je nachdem wie die Suchanfrage ist, der Nutzer zusammenwürfelt und eben im Sinne von Google die perfekte Anzeige für den Nutzer bastelt und ausspielt. Mein kleiner Tipp hier, es gibt die Möglichkeit, dass man zum Beispiel Anzeigentitel oder Beschreibungen pinnt. Das bedeutet, wenn man zum Beispiel sagt, Headline 1 soll immer an Position 1 ausgespielt werden, dass diese Position 1 quasi immer besetzt ist. Und damit schränkt man aber natürlich diesen Spielraum wieder für Google ein. Das findet Google natürlich nicht ganz so dolle und könnte natürlich dann die Anzeigeneffektivität senken. Ich habe da ehrlich gesagt sehr gute Erfahrungen mitgemacht, wenn ich einfach gar nichts pinne und Google machen lasse. Und dadurch habe ich auch eben auch eine bessere Anzeigeneffektivität. Und durch dieses maschinelle Learning ist auch einfach Google da vielleicht auch ein bisschen besser als ich, zu sagen, welche Anzeigen, Titel, Beschreibungen zusammengewürfelt werden, um eben die passende Anzeige für die Suchanfrage auszuspielen. Aber das ist jetzt auch noch nicht alles, was ihr mit den RSAs machen könnt. Wichtig ist natürlich, dass ihr trotzdem auf Varianz achtet. Also wenn ihr RSAs schreibt ich sag mal, zu den jeweiligen Anzeigengruppen, guckt auch einfach, was habt ihr für Keywords dort eingebucht und ja, konzentriert, also macht nicht eine RSA komplett über die Kampagne, sondern passt diese auch eben an mit den Punkten, die auch eben ja die Keywords abdecken und zudem auch ja einfach darauf anspielen, was die Person ja auch eben sucht. Schreibt also die wichtigsten Informationen in eure Anzeigentitel und in die Beschreibungen, also eben eure Verkaufsargumente. Also warum sollte jemand bei euch kaufen und nicht bei eurem Konkurrenten? Habt ihr versandkostenfreies Angebot? Habt ihr eine besonders schnelle Lieferung oder seid ihr 24/7 erreichbar? Dann kommuniziert das gerne.
geht aber auch auf die Besonderheiten und Vorteile von Produkten ein, aber auch auf die Besonderheiten von euch und eurem Unternehmen und eurem Service. Also seid ihr zum Beispiel Trusted Shop zertifiziert oder habt ihr 30.000 zufriedene Kunden, dann kommuniziert das auch super gerne. Und wenn ihr Unique Selling Points habt, ja, dann haut die auf jeden Fall auch in einen Anzeigentitel rein. Wichtig ist aber auch, dass ihr Call to Actions nennt, sei es in einem Anzeigentitel oder auch in der Beschreibung, dass ihr eben auch sagt, was der Nutzer dann auch mit eurer Anzeige machen soll. Sowas wie jetzt shoppen oder jetzt entdecken oder jetzt Infomaterial anfordern oder lasst eure Kontaktdaten da. Also gerne auch einfach mal das schreiben, was ihr vom Nutzer erwartet, was er quasi nächsten Step tun soll. Das war aber auch noch nicht alles, denn Google bietet auch die Möglichkeit, lasst euch jetzt bitte nicht erschlagen, dass ihr unsere Anzeige noch mit ziemlich vielen Erweiterungen aufplustern können. Google findet das total klasse, wenn man Anzeigenerweiterungen nutzt und die Anzeige eben dementsprechend größer macht und kann auch dazu auch führen, dass ja, die Anzeigenqualität besser ist oder Effektivität besser ist, wenn man eben diese Erweiterungen hinterlegt. Hier einmal die wichtigsten, die ich euch auf jeden Fall ans Herz legen möchte. Und zwar gibt es natürlich einmal die Anruferweiterung. Also wie sie halt schon sagt, wird eure Telefonnummer ausgespielt und die Nutzer können euch anrufen. Wenn man das Mobil ausspielt, kann man zum Beispiel sogar sofort draufklicken. Ihr müsst auch keine Angst haben, dass ihr da 24/7 angerufen werdet, sondern ihr könnt auch da angeben, dass wir eure Geschäftszeiten hinterlegen und dann wird die nur in diesem Zeitraum ausgespielt. Bei den RSAs haben wir ja in Anführungsstrichen leider eine begrenzte Anzahl an Zeichen und deswegen ist die Erweiterung mit den Zusatzinformationen noch eine ganz nette Sache, um halt noch ein paar weitere Informationen in der Anzeige oder der Anzeige mitzugeben, die eben nicht in diese Beschreibungstexte oder auch in die Anzeigentitel passen. Also hier zum Beispiel Expertenwissen, breites Seminarangebot. Also es sind einfach nochmal Zusatzinformationen, die ihr dem Nutzer mitgeben möchtet. Die Erweiterung könnt ihr zudem auch bis auf Anzeigengruppenebene runterbrechen. Also da kann man auch sehr ins Detail gehen. Eine weitere wichtige und sehr nützliche Erweiterung ist eben die Sitelink-Erweiterung. Also, dass man zum Beispiel noch weitere Punkte hat, die klickbar sind. Also zum Beispiel könnte man hier auf aktuelle Veranstaltungen klicken, auf diesen Sitelink, und würde dann eben auf die passende Landingpage kommen. Also auch hier kann man auch nochmal weitere Informationen dem Nutzer geben und die Anzeige nochmal aufplustern und mit weiteren Informationen füllen. Dann gibt es noch die Snippet-Erweiterung. Das ist eine Sache, die hat ein ganz bisschen weniger Spielraum und zwar sind das vorgefertigte Kategorien von Google. Hier in dem Fall gibt es zum Beispiel die Kategorie Kurse und dann ist das einfach eine, ich sag mal, stumpfe Aufzählung von ja, Kursen, die der in dieser Anzeige angeboten werden. Aber es gibt dann zum Beispiel auch sowas wie Ausstattung oder ähnliches. Also da gibt es ganz viele verschiedene Kategorien. Schaut einfach mal, welche dazu, also zu euch passt und schmückt eure Anzeige damit einfach nochmal aus. Ja, und dann noch einmal die Standorterweiterung, damit man euch auch schnell findet. Also nochmal eine kleine Glühbirne hier. Nach Möglichkeit verfügt eben die Anzeigenerweiterungen, die für euch Sinn machen. Je mehr, desto besser. Hier seht ihr nochmal eine Auflistung aller Erweiterungen, die es gibt, oder die ich euch jetzt vorhin gezeigt habe. Das sind auf jeden Fall die ihr auf jeden Fall hinterlegen solltet. Und wenn es zum Beispiel noch eine App-Erweiterung oder Preiserweiterung für euch in Frage kommt, nutzt es auch aus. Es ist ein bisschen so eine Blackbox, nach welchem, ja, Kriterien oder Richtlinien Google diese Erweiterung ausspielt. Aber es ist auf jeden Fall nicht verkehrt, diese zu hinterlegen und seine Anzeige demnach auch nochmal aufzuhübschen, mit Informationen zu füllen und eben zu perfektionieren. Eben, es hängt halt alles nicht nur an dem Text und an dem, was man schreibt, sondern es ist auch dieses Drumherum, wie diese Anzeige dann einfach auch aussieht. Eine weitere Erweiterung, die ich euch auf jeden Fall ans Herz legen möchte, ist eben diese Bilderweiterung. Also man sieht das jetzt auch hier bei einer Anzeige von uns. Das ist das Bild, was wir zum Beispiel in der Kampagne hinterlegt haben, wo es um unsere Seminare geht. Es ist einfach ein visueller Eyecatcher. Also stellt euch einfach mal vor, ihr habt ja guckt in die Google-Suche und es werden euch die ersten drei Anzeigen angezeigt und da ist eine, die hat gar keine Erweiterung. Dann haben wir eine, die hat ein paar und dann haben wir eine mit einem Bild. Dann ist das natürlich eben dieser Eyecatcher und verführt natürlich auch, dass man vielleicht eher klickt, weil das einfach so ins Auge sticht und demnach eben die Sichtbarkeit erhöht und dieses Bild natürlich auch die Werbebotschaft nochmal unterstützen kann.
Noch ein kleiner Tipp, wenn ihr Bilder hinterlegt, die müssen jetzt nicht die kompletten Maße da haben, die Google möchte. Man hat da so ein kleines Fenster, wo man halt den Bereich auswählen möchte, der eben ausgespielt wird. Aber nutzt eben bitte Bilder ohne Textoverlay, sonst werden die abgelehnt. Und das kann man halt eben umgehen, indem ihr einfach ein paar nette Bilder nehmt, die ihr vielleicht auch sogar auf eurer Website habt. So kann man auch noch mal ein bisschen Wiedererkennungswert schaffen. So, dann bevor es zu Discovery und Display gibt, hier nochmal ein paar Tipps. Testet Anzeigen gegeneinander aus. Also wenn ihr RSAs erstellt, erstellt nicht nur eine, erstellt vielleicht zwei, erstellt vielleicht drei. Nutzt verschiedene Anzeigentitel und guckt einfach mal, was besser läuft. Tatsächlich kann es auch Sinn machen, Anzeigentitel von Google zu nutzen, die halt eben empfohlen sind. Wenn ihr zum Beispiel in die RSA reingeht, sind so ein paar Keywords, die als Anzeigentitel vorgeschlagen werden. Das könnt ihr auch mal super gerne vielleicht in einer anderen RSA ausprobieren, wenn ihr die eigentlich vielleicht nicht unbedingt bearbeiten möchtet und einfach mal gucken, welche besser funktioniert. Aber ihr müsst natürlich nicht auf Biegen und Brechen alle Anzeigentitel von Google da einbringen. Manchmal klingt das auch einfach total Panne. Da guckt einfach, was zu euch passt und vielleicht auch zum Kontext dieser Anzeige passt. Und das kann natürlich auch dazu führen, dass eben die Anzeigeneffektivität besser bewertet wird. Aber jetzt nicht enttäuscht sein, das bedeutet allerdings nicht, dass es unbedingt auch mehr Conversions gibt. Deswegen ist dieses Testen halt ganz wichtig. Wenn ihr sagt, okay, Anzeigerweiterungen habe ich jetzt nicht so die Zeit oder Muße, mich da jetzt so regelmäßig drum zu kümmern, dann gibt es auch noch die Möglichkeit der dynamischen Anzeigenerweiterung. Da findet ihr auch nochmal einen ausführlicheren Blogartikel bei uns auf der Website. Und das sind jetzt zum Beispiel die Erweiterungen, wo ich sage, die könnt ihr problemlos nutzen, ohne dass ihr irgendwie Angst haben müsst, dass Google da totalen Quatsch ausspuckt. Und zwar ist das eben die Verkäuferbewertung, App-Erweiterung, Standorterweiterung und eben die dynamische Bilderweiterung. Dann würde zum Beispiel Bilder von eurer Website genommen werden. Wichtig da nur, die Rechte müssten dann am besten auch bei euch liegen. Und genau sowas wie dynamische Snippet oder Sitelink-Erweiterung, da würde ich ehrlich gesagt von absehen, weil da weiß man leider nicht so genau, ob das, würde ich jetzt nicht so ganz vertrauen. Da sollte man sich auf jeden Fall doch die Mühe machen und diese Snippets, Zusatzinformationen und Sitelinks einmal selber aufzusetzen. Und auch wichtig, fügt einfach immer regelmäßig neues Bildmaterial hinzu. Das dauert überhaupt nicht lange und die Anzeige ist immer hübsch und auf dem neuesten Stand und schafft eben auch ein bisschen Markenidentität. Dann übergebe ich jetzt einmal an Helen und sie macht weiter mit Discovery und Display. Ja, super. Danke, Gina. Genau, ich starte jetzt durch mit den beiden Themen Discovery und Display. Zuerst schauen wir uns einmal das Discovery-Format an. Man muss jetzt von vornherein auch sagen, dass es bei Discovery und bei Display einige Überschneidungen gibt, vor allen Dingen bei diesen responsiven Anzeigen. Von daher haken wir jetzt Discovery relativ schnell ab und gehen dann gleich vor allem auf Display ein. Aber ich starte jetzt erstmal mit Discovery. Genau, warum sollte man Discovery-Anzeigen nutzen? Vor allem darum, weil sie da dann ausgespielt werden, wenn Nutzer gerade bereit sind, etwas Neues zu entdecken. Das bedeutet, diese Anzeigen werden ausgespielt, wenn Nutzer gerade zum Beispiel bei YouTube Videos gucken und da durchscrollen, wenn sie gerade in ihrem Discover-Feed durchscrollen oder auch beim Gmail-Konto. Das bedeutet einfach im Gegensatz zu Display zum Beispiel, dass wirklich die Nutzer dann gerade einfach in ihrer Freizeit so ein bisschen drum scrollen und dann einfach besonders dafür erreichbar sind für solche Werbung. Wie das funktioniert, man gibt Google dafür Überschriften, Textzeilen und auch Bilder, auch das relativ ähnlich wie Display. Und als Besonderheit lohnt sich das auf jeden Fall zu nennen, dass man hier die responsiven Anzeigen hat und auch die Karussellanzeigen, die sieht man da beim Beispielbild ganz links ganz gut. Da kann man dann so ein bisschen durchscrollen. Das eignet sich besonders dann gut, wenn man einfach Produkte hat, wie zum Beispiel, ja, Schuhe sieht man da im Beispiel, wo man sich einfach ein bisschen durch verschiedene Varianten durchscrollen kann, durch verschiedene Produkte durchscrollen kann. Genau. So, dann kommen wir auch schon zu Display. Für Display spricht vor allem, dass man hier einfach eine riesige Reichweite hat und dadurch besonders gut auch die Markenbekanntheit aufbauen kann. Display-Anzeigen werden ausgespielt im Google Display-Netzwerk. Das heißt, es sind ganz viele verschiedene Apps und auch Websites. Und auch bei YouTube werden diese Anzeigen ausgespielt, also auf ganz vielen verschiedenen Kanälen. Das funktioniert, indem man Google dann verschiedene Überschriften gibt, Textzeilen gibt. Man kann auch Bilder, Videos und GIFs einfügen.
Und als Besonderheit lohnt sich das auf jeden Fall zu nennen, dass man hier einmal dieses responsive Display-Format hat. Das ist dann ähnlich wie das Discovery-Format. Aber man kann auch Bildanzeigen angeben. Wie genau das aussieht, werde ich gleich nochmal erklären. Genau, jetzt mal ein paar Beispiele, wie überhaupt so eine Displayanzeige aussehen kann. Man sieht unten links ganz gut, das ist eine BlueFusion-Anzeige, eine responsive Displayanzeige, die also, wo man verschiedene Assets an Google gibt und Google sich das dann zusammenstellt. Dann sieht man aber auch zum Beispiel oben in der Mitte, da hat man so ein Banner-Format, also ganz viele verschiedene Möglichkeiten, verschiedene Formate, Größen, die ausgespielt werden können. So, jetzt gehen wir aber zuerst einmal auf die responsiven Display-Anzeigen ein, weil das auch die sind, die einfach von Google ja bevorzugt ausgespielt werden, zumindest meiner Erfahrung nach. Man gibt dafür Google verschiedene Anzeigentitel, einen langen Anzeigentitel und auch verschiedene Beschreibungen. Und diese werden dann in verschiedenen Formaten, in verschiedenen Größen, von Google automatisiert zusammengestellt. Man hat dabei auch bestimmte Möglichkeiten, wenn jetzt zum Beispiel das Brand Image besonders wichtig ist, dann kann man auch seine Brandfarben angeben und man kann auch einen Call to Action Button einfügen. Das sieht man auch bei den Beispielen ganz gut mit diesem More. Da kann man dann ja einfach nochmal einen Call to Action mit einfügen. Genau. So, wenn man dann so eine Display-Anzeige erstellt, dann sieht das folgendermaßen aus. Man hat verschiedene Textassets, die man angeben kann und verschiedene Creatives, die man angeben kann. Links sieht man dann, was für Textassets man eingeben kann. Finale URL, Name des Unternehmens und so weiter ist klar. Bei den Anzeigentiteln ist jetzt besonders wichtig, dass man zum Beispiel erstmal guckt, ist man jetzt B2C oder B2B-Unternehmen? Und wenn man B2B ist, dann ist es auch wichtig, dass man da besonders diesen Fokus herausstellt, um da auch Verluste zu vermeiden. Das kann man tun, indem man zum Beispiel so Textbausteine wie für Unternehmen einbaut oder für Betriebe. Wichtig ist generell, egal welche Branche, dass man auf jeden Fall Varianz mit reinbringt. Das läuft ja alles automatisiert durch Google und je mehr Möglichkeiten man Google gibt, desto besser funktioniert das Ganze auch, damit Google sich da wirklich die besten Anzeigentitel und Beschreibungen rauspicken kann und ja, da auch ein bisschen austesten kann. Call to Actions sind natürlich wichtig, wie immer, dass man dem Nutzer nochmal sagt, was er tun soll, Handlungsaufforderungen gibt. Und natürlich bei Display sucht der Nutzer nicht gerade wie bei Suchanzeigen nach etwas Bestimmtem. Das heißt, man muss wirklich sich auch anstrengen, die Aufmerksamkeit zu erzeugen, damit der Nutzer auch wirklich auf die Anzeige aufmerksam wird. Und ja, generell Landingpage-Bedenken, das gilt ja für Suchanzeigen, so für auch für Display-Formate, damit wirklich alles gut zusammenpasst und damit auch Absprünge vermieden werden. Bei den Bildern kann man verschiedene Bilder nutzen. Man kann Stockbilder nutzen, man kann natürlich auch Produktbilder nutzen. Es gibt aber auch ganz schöne Möglichkeiten, mal ein bisschen was Neues zu probieren, wie zum Beispiel Kundenmeinungen. Da könnte man dann zum Beispiel, wenn man eine gute Kundenmeinung hat, die sich da lohnt, eine Bewertung nehmen. Wie zum Beispiel, wenn man dann irgendwie 5 von 5 Sternen hat und dann noch ein Zitat vom Kunden dazu. Sowas kann man auch immer ganz schön nutzen. Wichtig, auch hier Varianz reinbringen. Je mehr Möglichkeiten Google hat, desto glücklicher ist Google. Und generell natürlich auch auf eine hohe Auflösung achten, damit die Bilder auch wirklich qualitativ gut sind. Generell, das sieht man da unten rechts bei der kleinen Glühbirne ganz gut, muss man natürlich auch bei Bildern so wie auch bei den Texten darauf achten, damit, ne, dass es wirklich auf die Zielgruppe und auf die Ausrichtung passt. Man hat ja bei Display die Möglichkeit, die Ausrichtung und die Zielgruppe von relativ breit gefächert bis schon ziemlich granular aufzustellen. Und das muss man natürlich auch im Hinterkopf behalten. Also, welche Zielgruppe spreche ich jetzt wirklich gerade an und welche Textassets oder auch Creatives passen hier am besten? Wenn man Google dann alles angibt, ist Google dann ganz happy damit. Das sieht man dann da oben und die Anzeigeneffektivität wird im besten Fall als sehr gut angegeben. Genau. Wie ich gerade schon gesagt habe, hat man natürlich aber auch noch andere Möglichkeiten für Display-Anzeigen. Und zwar kann man auch einfach Bildanzeigen einfügen im JPG, PNG oder GIF-Format. Man kann auch animierte oder statische Banner-Formate einfügen.
Da sind bereits die Texte, die Logos und so weiter enthalten. Das heißt, man gibt Google wirklich direkt an, so soll die Anzeige aussehen, genauso soll es ausgespielt werden. Ich habe jetzt ein paar Beispiele von SEMrush, das soll keine Werbung für SEMrush sein. Es ist einfach nur so, dass mir diese Anzeigen besonders oft ausgespielt werden. Und die, finde ich, sind ganz schöne Beispiele dafür, wie das einfach auch in unterschiedlichen Größen dann aussehen kann. Genau. Ja, jetzt kommen wir auch schon zu YouTube. Ich würde jetzt erstmal damit starten, einfach ein bisschen was zur Plattform zu erzählen. YouTube ist die weltweit größte Videoplattform und die zweitgrößte Suchmaschine. Das vergisst man schnell mal, dass YouTube ja auch eine Suchmaschine ist. Und ja, auch nach Google Ads da, also nach Google, dann auch an zweiter Stelle schon kommt. Ja, pro Minute werden 400 Stunden neues Videomaterial hochgeladen, und besonders interessant für kleine und mittelständische Unternehmen. Da gab es auf YouTube innerhalb von 2 Jahren eine Verdopplung. Das heißt, auch da wird die Konkurrenz größer und es gibt immer mehr Unternehmen, die auch da werben. Genau. Zu den Nutzern. Wir haben monatlich 1,9 Milliarden angemeldete Nutzer und man sieht auf jeden Fall, dass ja, YouTube eine Mobile-First-Plattform ist. Mobile Nutzer verbringen hier täglich über 1 Stunde auf dem Kanal und es wird auch über 70% über mobile Geräte auf YouTube gesurft. Genau. Ja, jetzt einmal zu den Vor- und zu den Nachteilen. Man hat ja gerade schon gesehen, es gibt unfassbar viele Nutzer auf YouTube. Deshalb haben wir wirklich eine riesige Reichweite, und dadurch auch die Möglichkeit, wirklich eine große Sichtbarkeit zu gewinnen, mit Trends mitzumachen und auch Neukunden zu generieren. Das heißt, es ist wirklich ein tolles Format für den oberen Funnel. Somit kann man auch Brand Awareness auf jeden Fall generieren. Dann spricht noch für YouTube, dass man hier natürlich anders als bei zum Beispiel bei Suchanzeigen super viele kreative Gestaltungsmöglichkeiten hat. Für manche Branchen oder manche Produkte auch besonders interessant, dass man hier einfach super Erklärungsmöglichkeiten hat. Das ist zum Beispiel im B2B-Bereich natürlich besonders spannend, wenn man da Produkte hat, die einfach auch erklärungsbedürftig sind. Das geht über YouTube natürlich immer ganz hervorragend. Dann haben wir schon gesehen, dass es immer mehr Unternehmen auch auf YouTube gibt. Das heißt, wenn man wettbewerbsfähig bleiben möchte, dann sollte man auch auf jeden Fall auf YouTube Werbung setzen. Und wir haben über Google Ads natürlich, also im Google Ads-Konto, die Möglichkeit, alle KPIs ganz hervorragend einzusehen. Also es gibt eine super Messbarkeit für YouTube Ads. Es gibt natürlich auch Nachteile. Und zwar haben wir bei YouTube schon Streuverluste. Je nachdem, wie man da allerdings das Targeting einstellt, gibt es schon die Möglichkeit, diese Streuverluste so gering wie möglich zu halten. Genau, also das ist so ein halber Nachteil. Es ist natürlich auch ein großer Aufwand. Das ist das, was einfach auch viele Kunden immer abschreckt. Die sagen, ja gut, jetzt erstmal wirklich eine toll produzierte Ad herzustellen, ist einfach ein Riesenaufwand. Auch da muss man sagen, es gibt da auch verschiedene Tools, zum Beispiel von Google diese Bumper-Maschinen, wo man ein längeres Video an Google gibt und das daraus dann ein kleines 6-sekündiges Bumper-Format automatisch herstellt. Also verschiedene Tools, die da helfen können. Kosten natürlich, auch das schreckt oftmals Kunden ab, weil sie sagen, ja gut, das ist jetzt einfach ein Format, wo ich nicht direkt sehe, dass die Conversions reinkommen, weil es vor allem für den Upper Funnel ist. Also hohe Kosten und man sieht nicht direkt, dass die Conversions dafür reinkommen. Aber da muss man auch wirklich im Hinterkopf behalten, dass es einfach ein Reichweitenformat ist in erster Linie, und dass direkte Conversions eher über andere Formate erzeugt werden. Genau, man benötigt natürlich ein gewisses Know-how, um erstmal so eine Ad herzustellen und dann auch, um einfach das ganze Targeting und die Einstellungen über Google Ads passend einzufügen. Genau, also warum sollte man Videoanzeigen nutzen? Man hat hier einfach eine ganz tolle Möglichkeit, auch Nutzer auf einer emotionalen Ebene anzusprechen. Man hat super viele Darstellungsmöglichkeiten und man hat eine riesige Reichweite. Ausgespielt werden diese Anzeigen auf YouTube und auch im Google Display-Netzwerk. Und dafür braucht ja Google lediglich Videos und auch je nachdem, was für ein Format man jetzt wählt, verschiedene Textassets. Manchmal ist es auch wirklich nur eine kurze Beschreibung. Das variiert immer ein bisschen. Als Besonderheit kann man auf jeden Fall nennen, dass wir über YouTube ganz viele verschiedene Formate haben, die wir nutzen können.
ganz kurze Anzeigenformate wie diese 6-sekündige Bumper-Ad zum Beispiel, aber auch längere. Das heißt, da ist wirklich ganz viel möglich. Da haben wir jetzt leider gar nicht die Zeit, auf alle Formate drauf einzugehen. Genau. So, jetzt zu den Voraussetzungen. Das ist eigentlich relativ straightforward, weil man eigentlich nur ein YouTube-Channel braucht und ein Google Ads-Konto braucht. Und diese beiden kann man dann verbinden. Wenn man dann auf YouTube ein Video hochlädt, dann kann man dieses einfach in diese Ad bei der Ad-Erstellung bei Google Ads einfügen und schon hat man seine Anzeige. Genau, so, wir wollen jetzt ja heute auch darüber sprechen, was eine Anzeige denn eine gute Anzeige macht. Und da habe ich jetzt mal als Beispiele zwei Anzeigen vom Super Bowl. Ich weiß nicht mehr genau, welches Jahr das war, aber diese Super Bowl Ad Breaks, da gibt es ja immer Anzeigen, die wirklich auch viel besprochen werden, die einfach viel Aufmerksamkeit erzeugen. Und da fand ich die beiden ganz schöne Beispiele. Und zwar dafür, dass es auch einfach wichtig ist, dass man kreativ wird, dass man so ein bisschen außerhalb von dem Gewohnten denkt. Und ja, hier auf jeden Fall auch Beispiele für humorvolle Ads. Ich weiß nicht, ob jeder jetzt diese Anzeigen kennt, aber links zum Beispiel ist Jean-Claude Van Damme, der da bei Volvo Trucks einen schönen Spagat hinlegt. Und solche Sachen kommen natürlich immer gut an und erzeugen einfach auch super viel Aufmerksamkeit. Generell soll das aber einfach nur bedeuten, da einfach kreativ werden, vielleicht mal ein bisschen abstrakt denken und gerne Humor reinbringen, aber auch gerne Emotionalität reinbringen. Ich hatte noch ein Beispiel gesehen, was jetzt nicht dabei steht, aber wo zum Beispiel ein älterer Mann über Google ganz viele Erinnerungen an seine verstorbene Frau abgespeichert hat. Solche Sachen sind dann natürlich anders emotional, aber bleiben auch im Kopf auf jeden Fall hängen. Dann lohnt sich das auf jeden Fall immer, die Idealsituation darzustellen, die dieses Produkt ermöglicht oder die auch der Service ermöglicht. Und ja, es geht auch, dass man mal einen persönlichen Ansatz ausprobiert. Was ich damit meine, ist, dass man jetzt nicht unbedingt eine super professionelle Ad herstellen muss, wie sie da unten jetzt zu sehen ist, sondern manchmal kann man auch einfach ein bisschen selbst ausprobieren. Und wenn man jetzt zum Beispiel in den HR-Bereich denkt, dass man dann einfach mal sein Team ein bisschen vorstellt, ein bisschen zeigt, wie läuft es im Unternehmen und da einfach wirklich ja, auf einer persönlichen Ebene ist und so die Nutzer noch mal ein bisschen anders ansprechen kann. Genau, ja, von Google Ads wird bei den Videoanzeigen das ABCD-Prinzip empfohlen. Da geht es darum, dass man bei A erst einmal den Nutzer ja anzieht, also attract. Da muss man erstmal die Aufmerksamkeit erzeugen und auch die direkte Ansprache auch mit reinbringen. Dann ist natürlich ganz wichtig, das Unternehmen, die Marke, also die Brand als B, dass man diese auch wirklich wiederholt, damit die wirklich auch im Kopf bleibt, ob es jetzt gesprochen ist oder in einer Logo-Einblendung. Und natürlich auch die Gestaltung an sich. Mit Connect, dass man wirklich irgendwie mit dem Nutzer ja irgendeine Verbindung schaffen kann, dass der Nutzer sich vielleicht in ja identifizieren kann mit dieser Ad, dass da wirklich das auch ja im Kopf bleiben kann. Und auch ganz wichtig, als letzter Punkt, Direct. Man soll den Zuschauer leiten. Nutzer wollen immer gerne hören, was sie tun sollen. Das heißt, klare Anweisungen geben, wie jetzt informieren, jetzt anmelden, solche Sachen, die sollte man auf jeden Fall nutzen als Call to Actions. Genau, so, jetzt sind wir auch schon bei Shopping angelangt. Genau, kommen wir zu den Shopping Ads. Da rechts sieht man ganz gut, wie solche Shopping-Ads aussehen. Das heißt, man kann diese Shopping-Ads einfach super gut nutzen, um Produkte darzustellen, weil man hier Details zu Produkten geben kann und Details zum Angebot geben kann und direkt Bilder auch nutzen kann. Das heißt, der Nutzer hat direkt ein sehr gutes Bild davon, auf was er jetzt klicken würde, wenn er auf diese Anzeige klickt. Genau, wo sind diese Anzeigen zu finden? Einmal in der Google-Suchergebnisseite, aber auch im Shopping-Tab. Und wie funktioniert das Ganze? Das funktioniert darüber, dass man ein Feed hochlädt und in diesem Feed sind halt alle Informationen enthalten, Bilder enthalten, die Google dann als Anzeigen ausspielen kann. Als Besonderheit ist noch zu nennen, das ist jetzt interessant für die Unternehmen, die auch Filialen haben, dass man auch über Google, also die Shopping-Ads, anzeigen kann, welche Produkte es in Filialen gibt, die in der Nähe vom Nutzer sind.
Genau. Ja, um das einfach mal ein bisschen besser darzustellen, ich habe ja gerade schon von dem Shopping-Feed gesprochen und so sieht ein Feed aus. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Es kommt natürlich immer so ein bisschen drauf an, was für Produkte man jetzt gerade bewirbt, welche ja, Spalten und Zeilen da enthalten sind. Aber das ist jetzt einfach mal ein Beispiel, wo Titel, Preis, die ID natürlich und der Ziellink auf jeden Fall enthalten sind. Dann noch so Sachen wie Beschreibung und die Bilder sind immer dabei. Aber manche Angaben variieren auch je nachdem, was für Produkte man jetzt gerade ja, bewerben möchte. Genau, dann kommen wir schon zu den Best Practices. Ich habe da links mal zwei Beispiele mit reingepackt, wo man jetzt auch sehen kann, das sind jetzt einfach mal unterschiedliche ja, Produkte. Einmal geht es hier um Bekleidung und einmal um Elektronikartikel. Es gibt da immer unterschiedliche Empfehlungen, je nachdem, was für ein Produkt jetzt gerade beworben wird. Bei Bekleidung sagt man zum Beispiel, dass man ja erst die Marke, dann das Geschlecht, dann den Produkttyp und dann verschiedene Attribute, wie zum Beispiel die Farbe, die Größe oder das Material nennen kann. Während man bei Elektronikartikel, das sieht man bei dem Xiaomi-Pad ganz gut, am besten Marke, Modellnummer, dann Attribute und dann den Produkttyp nennen kann. Genau, ihr bekommt ja nachher die Folien dazu, guckt euch das gerne einmal in Ruhe an. Dann habt ihr, glaube ich, schon eine ganz gute Idee davon, wie so ein Feed am besten aufgestellt werden sollte. Ja, dann kommen wir jetzt zu einem wichtigen Teil der Shopping-Anzeigen, und zwar die Bilder. Wichtig generell natürlich, dass die Auflösung auf jeden Fall hoch ist. Die Qualität muss da schon stimmen. Wenn man Varianten hat von Produkten, dann sollte man auch individuelle Bilder je Variante angeben. Die Form ist quadratisch und die Darstellung, da rechts seht ihr jetzt, dass die Produkte vor einem weißen Hintergrund sind. Ich werde aber gleich auch noch mal kurz zeigen, wie das aussieht, wenn man jetzt ein bisschen auffälligere oder von der Norm abweichende Bilder nimmt, weil auch das gut funktionieren kann. Und zur Größe, natürlich sollte das Produkt das Bild auch ausfüllen, damit man das gut erkennen kann und der Nutzer direkt weiß, auf was für ein Produkt er jetzt gerade auch klickt. Genau, das, was ich gerade meinte, mit auch mal andere Bilder ausprobieren, sieht man hier ganz gut. Wenn man zum Beispiel nach hellblauen Hemden sucht, dann gibt es ganz viel Legeware. Auffällig ist dann natürlich, wenn dann mal ein Bild mit einem Model dabei ist. Das kann besonders gut funktionieren, weil es einfach auch ins Auge sticht. Genau, das gleiche sieht man da rechts auch mit grünen Sesseln. Da sieht man diese Sessel meistens auch von einem weißen Hintergrund, aber auffallen tut dann natürlich auch das Bild, was einfach mal in so einer Wohnlandschaft ja, dargestellt ist. Auch das kann besonders gut funktionieren. Da würde ich einfach mal ein bisschen austesten. Wie gesagt, beides kann wirklich gut funktionieren. Da lohnt es sich, ein wenig auszuprobieren. Genau, das war's schon. Ich würde jetzt wieder an Gina übergeben mit ihrem Social Media Ads Teil. Ja, genau, danke Helen. Jetzt sind wir auch schon fast am Ende angekommen. Und jetzt nochmal, genau wie Helen sagte, einmal Social Media Ads. Hier ganz besonders der Blick einmal auf Facebook und Instagram. Facebook-Logo oben stellvertretend, natürlich dann für beide Kanäle. Und ich sag mal so, der Satz, ein Bild sagt mehr als 1000 Worte, trifft hier halt einfach wie die Faust aufs Auge. Und wir lassen bei den Social-Media-Kanälen und auch besonders bei den Ads eben die Bilder sprechen. Um euch das nochmal ein bisschen zu veranschaulichen, warum das eben so wichtig ist und auch gerade durch diese ganze Umstellung, die bei Facebook stattfand, mit dem iOS-Update, ist es halt eben noch wichtiger, sich auf dieses Creative zu konzentrieren, denn das muss einfach ja catchen. Und deshalb habe ich hier einfach noch mal ein paar Zahlen für euch, die das noch einmal verdeutlichen, warum eben das Creative so wichtig ist. Durch eine Studie ist halt eben herausgekommen, dass die Umsatzsteigerung um 56% gesteigert werden konnte, eben dadurch, dass also das Creative qualitativ sehr hochwertig war. Damit ist jetzt nicht gemeint, dass es in einem krassen Studio aufgenommen wurde, sondern dass eben ja diese Anzeige sehr auffallend war und den Nutzer direkt abgeholt hat. Dann ist dazu noch rausgekommen, dass es sogar wahrscheinlicher ist, dass es, also diese Wahrscheinlichkeit ist zu 90% gestiegen, wenn die Creatives eben richtig platziert sind. Also es gibt ja verschiedene Platzierungsmöglichkeiten, die Facebook zum Beispiel bietet, sei es im Story-Format, im Facebook-Feed oder im Instagram-Feed. Und wenn man sich eben diese Mühe gibt, die Creatives auch eben diesen Größen anzupassen, hat das eben einen positiven Effekt.
Zudem wird Videocontent, also Bewegtbild, 5-mal länger betrachtet als statischer Content. Und ein ganz wichtiger Punkt, weshalb wir uns voll in unser Creative hängen sollten, ist eben, dass unser Gehirn nur 400 Millisekunden benötigt, um eben die Werbung A wahrzunehmen und auch damit einhergehend emotional einzuordnen, also für sich auch zu gucken, okay, wie sehr erreicht mich das emotional und wie sehr holt mich diese Anzeige ab, beziehungsweise muss es in diesen ersten 400 Millisekunden passieren, dass der Nutzer stoppt in seinem Scroll-Wahn, sage ich mal, und bei der Anzeige hängen bleibt und sich eben mit dieser beschäftigt. Social Media Ads bietet auch einfach für jeden Nutzer das richtige Format. Also hier sehen wir einfach mal den ganzen Pool. Es gibt eine Videoanzeige, es gibt die Image Ad. Wir können aber auch mit einem Reel oder auch der Story arbeiten. Dann gibt es auch noch die Collection Ad, was dann bedeutet, dass man ein großes Aufhängerbild hat und dann zum Beispiel Detailfotos oder konkrete Produktfotos darunter angezeigt werden. Oder auch die Karussell Ad, die Helen ja auch schon erwähnt hat, wo man einfach da durchswipen kann. Also es gibt wirklich für jede Message auch und eben dahin einhergehend für jeden Nutzer das richtige Format. Wir erinnern uns, wir sind bei Social Media im oberen Funnel, also bei C. Hier ist es auf jeden Fall erstmal wichtig, ja, die Bekanntheit und die Reichweite zu steigern und eben erstmal sich ins Gedächtnis langsam einzubrennen, um dann eben auch in den anderen Funnelstufen diese anfängliche, leichte Beziehung immer weiter zu intensivieren. Jetzt zeige ich euch einmal 5 Schritte, wie ihr eben das perfekte Creative für die Social Media Kanäle aufsetzt. Und ihr seht jetzt gleich immer das Beispiel hier von About You. Why fit in? Find out what fits you. Und das ist eine Videoanzeige und hier ist auch nochmal, bitte, also versucht wirklich in der ersten Sekunde zu überzeugen. Also wenn ich jetzt durch den Feed scrolle und mir diese Anzeige kommt und jetzt müsst ihr euch natürlich vorstellen, dass das ein Video ist und die sich auch bewegt hat und die Dame dann ins Bild hüpft. Natürlich ist jetzt About You auch eine bekannte Marke, also man weiß, dass da auch ja, Klamotten sind, aber man weiß direkt, okay, die Schrift springt ins Auge und ja, die Dame springt ins Bild. Das überzeugt natürlich und ich bleibe erstmal hängen und schaue mir an, was jetzt die Anzeige noch für mich zu bieten hat. Im zweiten Step ist es natürlich auch wichtig, dass man auch Markenidentität schafft. Also der App-Sender sollte auf jeden Fall erkennen, von wem ist diese Anzeige gekommen. Also auch Social Media ist eher ein vorbereitender Kanal, weil die Nutzer ja noch nicht aktiv suchen. Aber wenn die Anzeige halt dementsprechend schon hängen geblieben ist und man auf jeden Fall wusste, ah, okay, die war von About You, dann weiß ich den Namen, kann das zum Beispiel später googeln und komme dann im besten Fall ja dann auch wieder zu dem, was ich da auf jeden Fall finden möchte. Und deshalb Markenidentität schaffen, also nutzt zum Beispiel gerne eure Brandfarben, aber auch die Schriftart, blendet das Logo ein. Jetzt hier bei Social Media Anzeigen ist natürlich, dass das Logo ja eben durch die Accounts eingeblendet ist, aber es kann natürlich auch eine Möglichkeit sein, wenn man ein Video mit einer Tonspur hat, dass eben der Brandname einfach auch mal genannt wird. Aber auch hier, ihr müsst jetzt nicht eure Anzeige überladen und nur in den krassesten Brandfarben und alles arbeiten. Wir sind hier immer noch bei Social Media unterwegs und es ist auf jeden Fall wichtig, dass ihr hier halt ein gutes Gleichgewicht findet zwischen Markenidentität und Markenbotschaft. Das führt mich auch zu Punkt Nummer 3, stellen nämlich das Produkt in den Fokus. Ich erinnere nochmal, 400 Millisekunden nur Zeit. Wenn hier jetzt auf irgendwie, ich weiß nicht, ein Hamburger auf dem Bild wäre, und das irgendwie ja nicht zum Produkt passt oder ich erst jemanden Ewigkeiten Fahrrad fahren sehe, keine Ahnung, was man mir damit sagen möchte. Und hier natürlich auch ergänzt durch diesen Text-Overlay, weiß ich ja eben, worum es geht und stellt das eben in den Fokus, kommt schnell zum Punkt. Auch nochmal hier, bring es auf den Punkt. Also Produkt muss stimmen, die Texte müssen stimmen. Habt immer im Hinterkopf, dass eure Anzeige ja wirklich auch schnell einschlagen muss und eben diese Aufmerksamkeit generieren muss. Zeigt, wenn ihr solche Anzeigen aufsetzt, zeigt die einfach mal im Team rum. Fragt einfach auch mal nach, wie die werden wahrgenommen, bevor ihr die zum Beispiel hochladet. Auch Social Media ist eben auch ein sehr schnell lebendes ja, Medium, deswegen, also die Anzeigen dürfen auch gerne ein bisschen, ich sag mal, Pep haben und ein bisschen, ja, schneller sein, was den Ablauf in der Anzeige anfasst. Also man hat da ja auch immer eben nur so ein paar Sekunden Zeit. Und noch ein ganz wichtiger Punkt, sag auch konkret, was du möchtest. Also es
bist jetzt zum Beispiel in dieser Anzeige der Beispiel, find out what fits you. Also finde heraus, was zu dir passt. Und damit ist ja eben gesagt, was vom Nutzer erwartet wird. Also hier klick weiter, finde heraus, welches Outfit zu dir passt. Natürlich auch hier nochmal super, dass es auch ein Model ist, was jetzt nicht der stereotypisch Kleidergröße XS hat, sondern vielleicht auch mal ein M. Und das ist natürlich super ansprechend, auch mal ein bisschen was anderes. Und deswegen baut auf jeden Fall Call to Actions ein und sagt eurem Nutzer, was ihr halt von ihm erwartet. Soll er jetzt die App herunterladen? Soll er das Outfit kaufen? Oder soll er seine Kontaktdaten hinterlassen, damit er einen Katalog bekommt? Also das sind einfach so diese 5 Steps, die ihr beachten müsst, wenn ihr eine Social-Media-Anzeige aufstellt. Jetzt möchte ich euch gerne nochmal unsere 3 Lieblinge vorstellen, die vielleicht einfach mal ein bisschen anders sind als die normale Bildanzeige, beziehungsweise einfach ein bisschen ein paar Elemente, was alles einfach möglich ist. Zum einen gibt es einmal die Revenue Ads. Also hier sieht man ja, es ist tatsächlich jetzt ein Bild, aber es ist einfach eben auch nicht nur ein Bild. Wir sehen hier eine 5-Sterne-Bewertung, also auch wie Helen vorhin erzählt hat. Bei Display, wenn ihr eine super Kundenbewertung habt und das einfach gut beschreibt und euch zugutekommt, dann nutzt das ruhig. Also wenn jemand von euren Produkten begeistert ist, dann kommuniziert das und zeigt das. Und wenn ich, wir sind ja immer noch im Funnel C und ich weiß ja noch gar nicht, dass ich das Bedürfnis nach diesem Rucksack habe und ich dann auch sehe, boah, es gibt da jetzt schon so eine Bewertung, die scheint super zufrieden zu sein, ist das natürlich auch nochmal diese Hemmschwelle geringer, dass ich vielleicht mich auch weiter damit beschäftige. Dann gibt es auch noch den User-Generated Content. Das ist, ihr kennt auch bestimmt ganz viele von den Influencern, wenn sie diese Produkte zeigen. Auch das ist ja ganz easy gemacht. Auch hier muss man jetzt nicht in ein Fotostudio gehen, um dies aufzunehmen. Wenn ihr Produkte habt, zeigt, wie sie funktionieren. Das ist immer sehr authentisch und kommt auf jeden Fall immer sehr, sehr gut an. Und was auch super ist, wenn es eure Produkte oder eure Dienstleistungen hergibt, Vorher-Nachher-Ads. Also hier sieht man auch ganz klar der Ist-Zustand und wie es dann nachher sein soll, wenn man das Produkt gesehen hat. Auch da ist natürlich dadurch, dass ich ja noch nicht dieses Bedürfnis habe, etwas zu kaufen, erstmal es geschaffen werden muss, dass ich jetzt sehe, okay, wenn ich das habe, dann bin ich auf jeden Fall braun gebrannt für den Sommer und kann somit eben auch das Bedürfnis erstmal schüren. Also das einfach mal so. Es gibt noch ganz viele andere Möglichkeiten und auch in diesen 3 Beispielen viele Variationen. Da empfehle ich auch immer, wenn ihr selber auf Social Media in eurer Freizeit unterwegs seid und ihr eine interessante App seht, wo ihr Ads seht, wo ihr hängen geblieben seid, speichert ihr euch einfach ab und vielleicht kann man das ja für euch ummünzen. Kommen wir jetzt noch einmal zu ein paar Tipps für die Social Media Ads. Ich weiß aus eigener Erfahrung, aller Anfang ist schwer. Man weiß manchmal gar nicht, vor lauter Bäumen sieht man den Wald kaum und weiß einfach gar nicht. Oder vor lauter Möglichkeiten weiß man nicht, wo man anfangen soll. Starte einfach mit deiner besten Image-Ad, die vielleicht auch organisch super funktioniert hat und bereite die erstmal ein bisschen auf. Und dann kann man sich immer weiter mit diesen Formaten anfreunden und diese auch immer weiter aufplustern, indem man zum Beispiel animierte Elemente nutzt, dass mal was einfliegt, rausfliegt, sich dreimal dreht. Also da gibt es unzählige Möglichkeiten. Nutzt aber zum Beispiel auch Videomaterial. Man kann ja zum Beispiel auch Bilder animieren und man muss halt nicht immer, ich sage mal, das ganz klassische Video haben und experimentiert auch einfach rum und denkt daran, wir sind eben bei Social Media unterwegs. Also bedient euch auch ruhig an Text-Overlays, an Symbolen und Emojis, so wie man es halt normalerweise auch tut, wenn man auf Social Media unterwegs ist. Klar ist es eine Ad, aber sie muss ja jetzt nicht ganz offensichtlich auch aussehen wie eine. Also es ist auch überhaupt nicht verwerflich, wenn ihr in eurem Text oder in eurem Creative selber mal ein Emoji mit Herzchenaugen benutzt. Also da fügt sich eben eure Anzeige auch perfekt in diesen Feed mit ein. Und das, was ich auch ganz am Anfang gesagt habe, was eben auch die Conversion-Zahl verbessern kann, ist eben, wenn man sich die paar Minuten mehr Zeit nimmt und die Creatives eben auch für diese verschiedenen Platzierungen anpasst, denn es ist irgendwie nichts unschöner, als wenn ein quadratisches Bild in einer Story ist und oben und unten ist so ein luftleerer Raum. Das ist einfach diese paar Minuten nochmal wert. Und auch hier, das Thema zieht sich durch auf allen Kanälen. Creative Testings, probiert einfach verschiedene Formate aus und ganz wichtig, ja, machen, machen, machen. Lasst euch nicht entmutigen, wenn auch mal was nicht klappt. Es ist auch immer so eine Sache, ja, man hat ja so eine krasse Reizüberflutung. Manchmal gibt es gewisse Trends und ähnliches. Aber genau durch diese Testings nähert ihr euch auf jeden Fall immer gut an und ihr bleibt auf jeden Fall nicht stehen. Noch ein paar wichtige Tools möchte ich euch an die Hand geben. Ihr müsst keine Mediengestalter, Grafikdesigner oder ähnliches sein, um Anzeigen zu
gestalten. Also wir haben gute Erfahrungen gemacht mit Canva. Das bietet einfach super viele Möglichkeiten. Man kann animieren, man kann eben diese ganzen Overlays und Symbole nutzen und damit auch schon echt super Anzeigen gestalten. Ist auch absolut selbsterklärend. Es gibt eine Pro-Variante und eine kostenlose Variante, die aber auch schon viele, viele Elemente hat, die man nutzen kann für ja, Videos muss es auch jetzt hier nicht Adobe sein, da reicht auch Wave. Auch da kann man ratzfatz mit den ganz vielen Elementen super schöne Videos machen. Und nochmal ein kleiner Tipp, ihr müsst auch das Rad nicht immer neu erfinden. Manchmal steht man ja auch absolut auf dem Schlauch und weiß überhaupt nicht, was man jetzt machen möchte. Da empfehle ich einfach mal einen Blick in die Facebook Ads Library. Gebt da einfach das Thema ein, wozu ihr einfach mal Anzeigen sehen möchtet. Das ist nämlich wie so eine kleine ja, Bücherei, wo alle Werbeanzeigen, die es auf Facebook gibt, abgelegt sind. Und da kann man sich ja auch ein paar Inspirationen suchen, das auf sich ummünzen oder vielleicht auch sehen, ah, so will ich es, glaube ich, gar nicht machen, weil es sind natürlich auch nicht immer die schönsten und besten Anzeigen. Kommen wir jetzt einmal zum Fazit. Dieses bezieht sich auf alle Kanäle, die wir euch gerade vorgestellt haben. Und zwar Punkt 1, Funnel als Basis für den Kanal und eben die Anzeigenwahl. Ne, habt ihr immer im Hinterkopf, wo ihr euch gerade befindet. Schaut dann eben, welchen Kanal ihr bespielen möchtet und achtet dann eben auch darauf, welches Anzeigenformat eben darauf wichtig ist. Ne, wenn ihr zum Beispiel auch verschiedene Kollegen habt, die für denselben Kunden, ich sag mal, die unterschiedlichsten Kanäle nutzen oder beziehungsweise bespielen, sprecht miteinander. Vielleicht kann man da ja auch einfach voneinander zehren und von den anderen lernen. Auch hier achtet eben auf diese gezielte Ansprache, je nachdem, wo sich der Nutzer befindet. Social Media, denkt dran, oberster Funnel, der Mensch oder der Nutzer weiß noch gar nicht, dass er euer Produkt braucht, um glücklich zu sein. Und wenn es halt eben darum geht, den Nutzer, diese Kundenkontakt zu pflegen, dann spricht man die ja eben auch einfach anders an. Ganz wichtig, ich kann es nur noch mal wiederholen: Testen, testen, testen. Also klar heißt unser Webinar die perfekte Anzeige, aber auch die perfekte Anzeige entwickelt sich immer weiter. Also auch da Punkt 4, guckt, also habt haltet immer eine ja, mitlaufende Anzeigenanalyse und Optimierung. Guckt euch die Kennzahlen an, schaut, was funktioniert, was funktioniert nicht. Tauscht aus, testet, ja, spielt gegeneinander aus. Und ganz, ganz wichtig, habt Mut zu Neuem, traut euch. Und dann schafft ihr das auf jeden Fall, mit eurer perfekten Anzeige erfolgreich zu sein. Und ich sag mal vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Schön, dass ihr freitags dabei seid. Helen und ich sind auf LinkedIn vertreten und wenn ihr Bock habt, euch mit uns zu connecten, schreibt uns super gerne an. Da können wir uns auch mal sehr gerne austauschen. Wir freuen uns. Und dann würde ich jetzt wieder an Markus übergeben.